Herzlich willkommen zum zweiten Testspiel in der neuen Saison. Und ja, ich hatte euch ja eigentlich gefragt, ob ihr mir eine Aufstellung machen wolltet. Irgendwie hat das nicht funktioniert und deswegen habe ich das jetzt mal selbstständig so ein bisschen gemacht. Reinhardt habe ich jetzt mit reingenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso das auf einmal nicht mehr mit den Ausstellungen kommen tut. Obwohl ich nichts gedrückt habe, weil ich das eigentlich sehen wollte. Jetzt werden die Aufstellungen nur unten angezeigt. Ich weiß nicht wieso. Elias Kischunge habe ich halt auch mit reingemacht. Hab Reinhardt mal ein bisschen mit reingemacht und so. So dass ihr mal ein bisschen sehen tut. Ich werde das also einfach hier zeigen. Genau, ich habe oben Bakali und Kaschunga. Ich habe Mukta reingeholt. Und ich habe Reinhardt reingeholt. Ja, einfach mal so, dass die Neuen einfach mal zeigen können gegen West Ham, ja, was sie so machen können. Ja, auch sehr clever. Ich habe echt vergessen, mir was zu trinken hier hinzustellen rechtzeitig. Wieder gemacht, gut. Von Mukta. Ah, da hat die Weitergabe von Kashunga halt nicht ganz geklappt. Das war ein schlechter Schuss von Valencia hier vorne. West Ham. Ich glaube, wie hießen die nochmal? West Ham, genau. So, ach so, Kraft habe ich jetzt auch mal reingemacht. Statt Leno. Ich habe Leno auch wieder die 1 gegeben. Als Tor. Und ich habe ihm jetzt hier Kraft die Numero 2 gegeben. Ich fand das einfach irgendwie gut. Ja, ihr hattet auch schon so ein bisschen reingeschrieben, dass ihr Ayew bei der ersten Aufnahme gegen Arsenal nicht so doll fandet. Man muss natürlich dazu sagen, er kam auch jetzt nicht so viel an irgendwelche Situationen. Der Kopfball war natürlich jetzt auch ein wenig, ja, ne, bedenklich, war ein bisschen unglücklich auch gewesen. Ah, scheiße, jetzt bin ich gar nicht hingegangen, weil ich dachte, der andere hätte ihn noch berührt. Und dabei waren wir das. Und jetzt habe ich mir auch noch selbst eine Ecke reingepfiffen. Und Noble wird jetzt hier durchs Ding hier morgen. Ja. Und ich dachte mal, ich lasse noch Ayew, wie gesagt, ist heute auch auf dem Platz. Ich lasse mich da noch ein bisschen überraschen. Bin jetzt da nicht jemand so, der jetzt sagen tut, okay, nach der einen Situation hat er das nicht gebracht. Na, oh. So, Reinhardt, gut. Da hinten sehen wir ihn schon. Kaschunga. Ah, da haben wir uns den ein bisschen zu weit vorgelegt. Da sind wir ganz schön abgedrängt worden. Kleber. Ja, da wurde Bakali eigentlich schon ganz schön gefoult. Haben sie nochmal Glück gehabt, dass er sich nicht hingelegt hat. Ja, und dann hat er halt den Ball auch wirklich verzogen. Von daher, Chaka lässt die Waldfee grüßen. Ja.
Der war leider ein bisschen zu tief drinne. Da kam der Torhüter einfach zu gut ran. Und dann war halt natürlich keine Chance jetzt hier für Kashunga an den Ball ranzukommen. Ja, Ayu. Das ist jetzt meine Schuld, weil ich halt den Speed-Button drücke. So. Mukta jetzt hier. Ayu. Reinhardt. Ja, den konnte Spiegel nicht halten. Oder wie der jetzt hieß, ich habe das nicht genau sehen können. Und das war schon ein guter Schuss hier von Reinhardt. Und ich denke, der ist eine gute Alternative. Ups. Oh mein Gott, okay, das war jetzt ja unbeabsichtigt von Kashunga. Ja, die heißt wirklich Spiegel. Und unser nächstes Spiel, unser nächstes Testspiel. Nee, unser nächstes Bundesligaspiel wird wohl, unser erstes Bundesligaspiel wird wohl gegen Werder Bremen sein. Oh. Also die verschießen sich ja da um Kopf und Kragen, alter Mann. So. Da hinten, Ayu ist ganz frei. Schönere Ausgabe. Und... wir vielleicht eben gerade noch was machen können. Okay, die geben zurück. Wow. Ah, Mist. Wird wohl bestimmt wieder Ecke, ne? Ja. Konnten wir nicht aufhalten. Da ist er drinne für Valencia. Und der gilt sogar. 45. Minute. So ein Lackding. Ja, den Powershot dort von Valencia. Oder nee, der da vorne war. Konnte Kraft halt nicht abwehren. Konnte den halt nur ablocken. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen bedauerlich. Aber ist natürlich irgendwie nur ein Testspiel. Hier sehen wir es nochmal. Achso, diesen angeschnittenen Schuss. Ist natürlich ein bisschen bedauerlich. Ana Valencia macht halt sein erstes Tor im ersten Testspiel. Oder im zweiten Testspiel. Nicht, wie es bei denen jetzt gerade ausläuft. So. Wow. Müller gut reingegangen in den Zweikampf. Ja, da gibt es jetzt auch mal, ne? Also da muss es jetzt mal wirklich die gelbe Karte geben. Und es gibt nichts, Alter. Es kann nicht wahr sein. Da haben sie uns aufgehalten, ne? Da kam Bakali, konnte der nicht reinhüpfen da. Und dann ist schon die erste Halbzeit rum. Leider, muss man halt sagen, geht die erste Halbzeit wirklich an... West Ham und ja, Hoffenheim schon wieder gegen Genua. War das nicht schon mal? Steht gerade 1-1. Wolfsburg führt zu Hause gegen Espanyol und Werder Bremen und Aston Villa stehen auch noch 0-0. Und die wilden Jungen, sie haben derzeitig gegen West Ham noch ein paar Probleme. Ich denke mal, das wird sich in der nächsten Zeit vielleicht sogar ein bisschen bewähren. Die Jungs ein bisschen besser zusammen gespielt haben. So. Sehen wir laufen.
Chunga, ja, super Kopfball, aber da war halt zu viel Speed mit drin. Da geht der wunderbare Kopfball, den er sich durchgesetzt hat. Das ist ja schon mal wirklich etwas. Geht leider meilenweit über den Kasten des Torwarts rüber. Trotzdem denke ich, dass wir mit Kachunga ein echtes Potenzial haben. Auf jeden Fall ist das größer als das von Sua. Oh, der ist ein bisschen zu spät runtergekommen. Aber ich denke, er hat schon das richtige Quäntchen Glück in seinem Köfferchen. Okay, keine Ahnung, für wen der Ball sein sollte. Weiß auch nicht, wo EU da wohl war. Also im linken Mittelfeld war er da nicht gewesen. Oh, da hat er schon wieder ein bisschen weit vorgelegt. Mukta? Ja, er war schon nicht ohne. Unser 700.000-Dollar-Mann. Ah, abseits. Ah, wir sind doch zurückgegangen. Vollidiot. Okay, die beiden wechseln aus. Kuyate geht raus. Zwei wechseln neu ein. Ich sehe jetzt bis jetzt noch keine. Oh, die wechseln jetzt alle drei sogar schon. Ich sehe da jetzt noch keinen Bedarf drin. Wenn er da vielleicht nicht gefault wäre, dann hätten wir da echt noch was machen können. Ralf Spiegel ist der Torwart dort. Hier sehen wir das Ding nochmal von Mukta. Gefährliche Situation. Vielleicht, wenn da noch ein bisschen mehr Bums drauf gewesen wäre, hätte das wirklich noch was werden können. Ah, ich hätte da nochmal zurückziehen sollen. In der Eile des Gefechtes, Junge. Haben wir ein bisschen zu schnell reagiert, Junge. Nein! Mann, ey, wieso hat er den Ball nicht richtig bei sich gehalten? Verdammte Axt, Junge. Ah, er war jetzt natürlich nicht so die Gefahr für den Torwart. Das hasse ich auch immer, Alter. Du nimmst den Ball den Jungs ab, Alter, Junge. Ah, ja. Und der Ball läuft wieder zu den Gegnern wieder hin und so. Es ist immer so ätzend. Ja, nun.
und auch keine schnellen Dings mehr machen kann, Alter. Hey! Ja, Müller kann ihn gerade noch so aufhalten. Kajonga heute irgendwie nicht wirklich auf der Höhe seiner Form. Pässe laufen auch alles andere als gut. Oh, da habe ich einmal zu schnell gedrückt, Alter. Oh, wieso braucht er denn immer so lange, um sich umzudrehen? Ja, so so unverdient verlieren wir so ein bisschen, ja? Das hat heute irgendwie nicht so wirklich geklappt. Also, aber dafür, liebe Leute, dafür sind die Testspiele da. Deswegen will ich die nicht überspringen. Testspiele sind dafür da, um zu gucken, wer kann mit wem mitspielen. Und heute hatte ich eigentlich sehr schnelle Jungs mit drinne gehabt. Die haben zwar noch nicht so viel Erfahrung gehabt, aber das ist halt das Ding. Wir müssen gucken, wie wer mit wem am besten auf dem Platz agieren kann. Und leider muss ich sagen, es ist auch wirklich schade, da hat heute Kashunga nicht seine Topform gebracht, im Gegenteil. So, Bakali konnte auch nicht richtig was machen. Also der Sturm war sehr mittelmäßig. Die Abwehr war noch recht gut gewesen. Mittelfeld, ja, alles so ein bisschen bedenklich. Schauen wir mal, wie wir es fürs nächste Spiel ist. Ich kann euch noch ganz kurz zeigen, wen wir als nächstes haben. Und als nächstes haben wir wirklich, ja, wir haben gar kein Testspiel mehr. Das waren sogar nur zwei Testspiele. Wir haben jetzt sogar das nächste Spiel, ist sogar schon unser erstes Pflichtspiel. Und wir sind auf Platz 12, steigen wir in die zweite Saison ein. Wir gucken mal ganz kurz in den Dings. Pressekonferenz, okay. Wir motivieren unsere Mannschaft mal. Und ja, ihr seid denn gefragt, was wir machen, ob wir noch Dings ist. Ach so, ich hatte noch von euch die Anfrage wegen Saar. Da sollten wir nochmal nachfragen. Ist er auf der Leihliste? Wollen wir ihn sonst kaufen? Ah, 400.000. Das sollte ja noch sein. Und dann habt ihr noch Green hattet ihr noch. Julian Green. Ist auf der Leihliste 1,5 Millionen. Bieten wir mal 1,2 Millionen an. Gut, dann glaube ich, war's das jetzt gewesen für diese Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es einfach in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Spiel, liebe Zockerfreunde. Und das ist dann am Dienstag unser erstes Bundesligaspiel gegen Werder Bremen. Mal gucken, wo die eingestiegen sind. Werder Bremen, Werder Bremen, Werder Bremen, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo haben sie, oh, die sind sogar 18, ja, mit 18, ja, Wolfsburg und so, die beiden Ws sind ganz unten. Also, bis dahin, liebe Zockerfreunde, und wartet mal ganz kurz, bevor wir gucken, wer weiter ist, ist zum Beispiel, dass wir mal gucken, wer ist aufgestiegen. Ich glaube,
Kann man das eigentlich irgendwo sehen? Teamstatistik. Aufstiegsspiel. Europa Cup. Champions Cup. Europa League. EM-Quali. Bundesliga. Ich glaube, Düsseldorf ist auf jeden Fall aufgestiegen aus der zweiten Liga. Und die Frage ist Nürnberg. Nürnberg, genau, Nürnberg und Düsseldorf sind aufgestiegen. Jetzt ist die Frage, deutscher Pokal, wer ist abgestiegen? Da gucken wir mal ganz kurz. Wer ist denn abgestiegen? Köln ist abgestiegen. Und Paderborn ist wieder abgestiegen. Die beiden sind wieder abgestiegen. Paderborn und Köln sind wieder abgestiegen in die zweite Liga. Ja, die Aufsteiger aus dem letzten Jahr sind leider wieder abgestiegen. Dafür sind Nürnberg und Düsseldorf gekommen. Also, ja, ich glaube auch nicht wirklich harte Konkurrenz. So, das war's jetzt aber für den Montag. Wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und vergesst nicht, fleißig zu kommentieren und den Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Bis dahin, liebe Zuschauerfreunde, und haut rein.